Schmitzenmeier präsentiert das Sportbegriffe ABC. 26 Buchstaben, 26 Sportbegriffe. Und der heutige Buchstabe ist das I. Dieses Mal gibt es keine Geheimniskrämerei. Unser Begriff lautet Icing. Doch bevor wir zur Erklärung kommen, wollen wir wissen, in welcher Sportart kommt er denn vor? Das haben wir Passanten in Worms gefragt. Icing? Wow. Das muss was mit Eislaufen zu tun haben. Leider falsch. Haben Sie eine Ahnung? Nein, keine Schnitt. Kein Problem. Wissen Sie vielleicht, in welcher Sportart der Begriff Icing vorkommt? Also gut, wenn man von Eis, Icing, ja, vielleicht, ja, wie nennt sich der Sportler mit dem Schläger da auf dem Eis? Ja genau, das wollen wir ja von Ihnen wissen. Aber die Richtung stimmt. Icing ist im Eishockey, jawohl, genau. Exakt. Und was bedeutet der Begriff genau? Wenn der Puck gespielt wird, wie über zwei Linien gespielt wird. Sehr nah dran, aber falsch. Ist es ein Foul oder Panne? Ich weiß nicht genau. Ein Foul ist es nicht. Aber der Begriff kommt zum Einsatz, wenn man etwas Unerlaubtes gemacht hat. Beim Eishockey ist alles erlaubt. Da kann ich alle umnieten. Dann bräuchten wir ja auch keine Regeln, wie etwa die Icing-Regel. Und diese erklärt uns nun Florian Krone vom Eishockey-Regionalligisten Mad Dogs Mannheim. Icing ist umgangssprachlich ein unerlaubter Weitschuss. Das heißt, ein Spieler schießt die Scheibe aus der eigenen Hälfte sozusagen über die verlängerte Torlinie, ohne dass ein Gegenspieler oder ein Mitspieler die Scheibe berührt. Klingt einfach. Doch wie sieht dann die exakte Bestrafung aus? Also, was ist die Folge? Dann gibt es Bulli in der eigenen Hälfte sozusagen, im eigenen Drittel. Die Mannschaft wird bestraft, indem sie nicht wechseln darf. Und, verstanden? Wem das jetzt alles zu schnell ging, hier noch einmal zusammengefasst. Icing ist ein unerlaubter Weitschuss. Wenn ein Spieler den Puck aus der eigenen Spielhälfte über die verlängerte Torauslinie, also hinter das gegnerische Tor schießt oder ablenkt, entscheidet der Schiedsrichter auf Icing. Das Spiel wird im Drittel der zu bestrafenden Mannschaft mit einem Bulli fortgesetzt. Verursacht ein Team ein Icing, darf es vor dem Bulli seine Spieler nicht wechseln. Befindet sich ein Team in Unterzahl, ist dieses von der Icing-Regel befreit. Voll auf die 12. Der Volltreffer für deine Fitness bei Pfitzenmeier.